What's up, Homeboys? Meine Fresse, wer ruft denn jetzt an? Jo, alles klar, mach das. Warte mal, ich hab gar nicht Tschüss gesagt. Bin ich jetzt ein Arschloch? Tja, in amerikanischen Serien wäre das vollkommen normal gewesen, oder? Also bin ich kein Arschloch, sondern Amerikaner? Und genau darum geht's heute. Typische und klischeehafte Elemente in Filmen und Serien. In letzter Zeit schaue ich selber gerne amerikanische Serien, wie zum Beispiel Supernatural oder Dr. House. Und mir fallen manchmal Dinge auf, die einfach immer wieder vorkommen, vor allem bei Action-Serien. Das Ganze fängt schon bei den Frauen an. Wenn der Hauptprotagonist in der Bar an der Theke ist, läuft das meistens so. Hey, du siehst gar nicht mehr so scheiße aus. Ich hab gleich Schichtende. Danach kannst du mit zu mir kommen. Aber natürlich, das ist auch vollkommen realistisch, nicht wahr? Vor allem, wenn man sich gerade mal 30 Sekunden lang kennt. Ich meine, what the f***, wenn das Ganze so ablaufen würde, wäre schon ein einfaches Hallo eine sexuelle Belästigung. Hallo? Oh mein Gott, haben wir mich vergewaltigt? Ernsthaft? Dazu sage ich nur... Entweder die Frauen sind Hardcore-Schlampen oder einfach nur mega arrogant und gerissen. Du bist leicht zu durchschauen. Ich weiß, was du vorhast. Oh, ja, verdammt doch mal. N64 spielen. Zockst du das mit oder nicht? Mich legst du nicht rein, mein Lieber. Du hast doch nur Angst, Mario Kart gegen mich zu verlieren. Das, meine Freunde, ist das Spiel, was kleinen Kindern beibringt, dass das Leben unfair ist, nicht wahr? Es gibt immer nur diese beiden Frauentypen und sonst nichts anderes. Ich meine, seriously, was verdammt nochmal ist mit Frauen, die einfach nur lieb und nett sind? Sind die vielleicht etwa zu langweilig? Ich würde mal sagen, in dem Sinne... Es gibt aber noch andere Elemente, die sehr typisch sind. Was genau haben es die Amerikaner zum Beispiel mit Telefonaten? Jedes verfickte Mal, wenn zwei miteinander telefonieren, gibt es oft irgendwie keine Verabschiedung, oder? Ich glaube, meine Freundin wäre nicht begeistert, wenn unser Telefonat so enden würde. Danach hat er gesagt, dass er das mit Absicht gemacht hat. Ach du Scheiße, war das wirklich so? Ich meine, wie dreist ist denn der Typ? So, jetzt mal eine Runde fern und so. Okay. Dumme Frage, aber ist das normal in... Auch finde ich es lustig, wie simpel Hacker und das Hacken an sich dargestellt wird. Kannst du dich mal eben in die US-Regierung reinhacken? Klar, Sekunde. Bin drin. Klar, als wäre das so fucking leicht. Um das Passwort zu knacken, genügt ihnen komischerweise lediglich eine CD oder ein USB-Stick. Seems fucking legit. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Hacker und trotzdem würde das nie und nimmer so aussehen. Ich meine, kommt schon. Auch interessant, wenn das unter Zeitdruck oder in einer Stresssituation passiert. Wir haben keine Zeit, beeil dich. Ja, ich mach schon. Bin drin. Und er hat natürlich absolut keinen Fehler gemacht. Klar. Neben den Action-Serien gibt es noch eine andere Genre, die noch typischere Elemente aufweist. Wenn man zum Beispiel die Horrorfilme anspricht, fallen einem mindestens 100 ein. Und ich sage dabei 10 Finger Genius. Egal ob Scream, The Ring oder andere Horrorfilme. Folgende Situation kann ich bis heute nicht nachvollziehen. Ach, du bist es nur! Ohne Witz jetzt, Schocker hin oder her. Was soll das? Genius! Ich kann mir vorstellen, was in deren Köpfen vorgeht. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und wenn man doch keine bösen Absichten hat, warum sagt man dann verdammt nochmal nicht einfach Hallo, hier bin ich? Ich meine, man muss doch davon ausgehen, dass man einen erschreckt, oder? Sterben tun in Horrorfilmen, by the way, immer die am schnellsten, die am häufigsten Sex haben irgendwie. Oder anfangen zu husten. Denn, wie wir alle wissen, ist Husten der Vorbote einer tödlichen Krankheit. Nicht wahr? Was mich aber mittlerweile wirklich aufregt, ist die brenzliche Situation, wenn der Feind seine Waffe auf den Helden richtet. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Ich mein Lieber, werde dich jetzt erschießen. Damit kommst du nicht durch. Bla 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 bla. Ich meine, warum sagt der Bösewicht nicht gleich? Ich quatsche noch 25 Stunden über meinen geilen Plan, bevor ich dich erschieße, damit du die Chance hast, dich zu retten. Bla 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 bla. Jedes verfickte Mal. Warum? Und das geschieht überall. Egal ob Drama, Action, Horror oder Cartoon. In jeder Genre passiert genau das. Wobei es andererseits strange wäre, wenn es nicht so kommt. Ich mein Lieber, werde dich jetzt erschießen. Damit kommst du nicht durch. Wenn ich jemals einen eigenen Film drehe, wird das genau so enden. Und es wird erfolgreich, weil es anders ist. Oder es wird ein totaler Flop, weil es ein scheiß Ende hat. Komischerweise sind auch immer wir Russen die Bösen. Aber ich würde mich garantiert nie so bescheuert anstellen. Mich würde mal interessieren, ob euch weitere Filmklischees einfallen. Was sind eure Lieblingsserien und welche sind eure Lieblingsgenres? Schreibt mir unter die Kommentare auf der Höhe meiner Unterwäsche. Bin ich lustig. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und teilt es allen Menschen, die ihr kennt. Klickt hier für die letzte iBlali-Folge. Und hier für alle Terz, wie man eine Beziehung richtig anfängt. Ihr, meine Freunde, könnt ihr abonnieren. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal und haut raus. Ja!